Ist das das Mixed-Media-Papier meiner Träume? Ganz ehrlich, ich habe schon so viele verschiedene Mixed-Media-Papiere ausprobiert und ich habe noch nicht das Richtige für mich gefunden bis jetzt. Alle hatten immer irgendwelche Schwachstellen, dass sie mit der einen oder anderen Technik nicht zurechtkamen. Also irgendwas war immer. Also Mixed-Media-Bilder stellen wahrscheinlich auch die größte Anforderung überhaupt an ein Papier. Es muss mit nahezu allen möglichen Techniken zurechtkommen. Es muss sehr robust und dick sein. Es muss ja schließlich viele Schichten an Farbe aushalten. Es muss mit Nasstechniken zurechtkommen. Also das heißt, es soll Wasser aufnehmen, aber auch wieder nicht zu viel. Andererseits muss es mit Trockentechniken zurechtkommen. Das heißt, es soll dann glatt sein, aber trotzdem einiges an Struktur haben. Also ja, ihr seht schon, die Ansprüche an das Papier sind ziemlich hoch. Ja, dann schauen wir doch mal, was der neue Mixed Media Block von Hempa kann. Er hat eine Grammatur von 320 Gramm pro Quadratmeter, hat 15 Blätter in der Größe 30 x 40 cm. Also mein Plan ist es jetzt, erstmal sämtliche Techniken auf dem Papier zu testen und danach werde ich natürlich auch noch ein Bild malen. Ja, was das Tolle an Hanfpapier ist, habe ich schon mal in einem meiner letzten Videos erklärt. Da könnt ihr gerne noch reinklicken, das habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich habe da in der Beschreibung auch noch einen Gutscheincode für euch. Da könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Hempa bekommen. Jetzt schauen wir aber erstmal, was das Papier überhaupt kann. Testen werde ich es mit Aquarell, mit Gouache, mit Markern und mit Acryl. So, ich habe mir jetzt ein paar Papiere zurechtgeschnitten. Ich hätte natürlich auch gleich den Kartenblock nehmen können. Den gibt es nämlich auch noch. Auch mit dem 320 Gramm Papier in Postkartengröße. Der ist aber für ein anderes Projekt bestimmt. Los geht's mit Aquarell. Da das Papier aus Hanffasern besteht, müsste es einiges aushalten können. Das heißt, ich werde auch nicht mit Wasser sparen und hier ein kleines Landschaftsbild in der Nasse-Nass-Technik malen. Mit diesen kleinen Bildern im Video möchte ich nicht nur das Hanfpapier testen, sondern euch auch gleichzeitig etwas Inspiration geben. Vielleicht ist ja auch das eine oder andere für euch dabei. Nachdem meine erste Nasse-Nass-Schicht getrocknet ist, benutze ich jetzt eine Trockentechnik. Das heißt, ich gehe mit dem trockenen Pinsel in die leicht feuchte Farbe und kann somit meinem Bild etwas Struktur geben und das Ganze spannender gestalten. Meiner Meinung nach ist Hanfpapier einfach nur genial für Aquarelltechniken. Es hält die Feuchtigkeit, die Pigmente fließen wunderschön ineinander und was ich sehr interessant fand, war, dass sich kaum Ausblühungen bilden, wenn man das Wasser auf die Farbe gibt. Durch die Dicke wälzt sich das Papier nicht und es kommt super mit der Wasser- und Farbmenge klar. Aber, ja, ein kleines Aber. Seht ihr diese Punkte? In meinem Strandbild macht sich das sogar ganz gut. Ich bin in dem Fall sogar froh über den Effekt. Allerdings, wenn man das nicht haben möchte, dann ist es ein bisschen schwierig. Ich habe auch bei Hempa nochmal nachgefragt. Also es ist wohl normal, dass bei diesem dickeren Papier diese Pünktchen entstehen, wenn man mit sehr nasser Aquarellfarbe malt. Da sammelt sich das Pigment in den Hanffasern und dadurch entstehen diese Pünktchen. Auf dem dünneren Hanfpapier passiert das nicht, allerdings wälzt sich das etwas stärker, weil es eben diese geringere Grammatur hat. Wie gesagt, mich persönlich stört es eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, bei abstrakten Bildern finde ich diesen Effekt ziemlich cool. Allerdings würde ich keine super realistischen, feinen Malereien darauf machen. Da finde ich es dann wieder eher störend, aber ich werde auf jeden Fall noch etwas weiter damit experimentieren. Weiter geht's mit Alkoholmarkern. Ich benutze die Marker von Ohuhu. Und ja, es funktioniert, allerdings blutet die Farbe etwas aus. Für Alkoholmarker ist das Papier dann doch etwas zu strukturiert und saugfähig. Feinliner funktionieren dagegen richtig gut, das habe ich auch schon im letzten Video ausprobiert. Da gab es kein Ausbluten in das Papier und richtig scharfe Linien. Was auch gut funktioniert, ist, wenn man zum Beispiel eine Schicht Gouache oder Aquarell drunter legt und dann mit den Markern drüber zeichnet, dann bluten sie auch nicht in das Papier aus.
Mit dem farblosen Marker versuche ich jetzt einige Stellen nochmal aufzuhellen, um etwas Struktur im Ast zu schaffen. Und ich finde, das gelingt auch ganz gut. Weiter geht's mit Acryl und hier kommt jetzt absolut die Stärke des Papiers zum Vorschein, nämlich die Robustheit. Ich werde das Papier jetzt ganz schön mit dem Malmesser bearbeiten und sehr viel Farbe auftragen und die wieder abkratzen und dann schauen wir mal, was passiert. Like a candle, I just burn away. All we really have is time. All we really have is time. I don't wanna waste it. Ja, und es passiert einfach gar nichts mit dem Papier. Es verhält sich beinahe wie eine Leinwandoberfläche. Und es ist ab sofort absolut mein ernanntes Lieblingspapier für Acryl. Und ich hatte einfach so unfassbar viel Spaß an diesem kleinen Bild. Wie geht es euch denn mit abstrakten Bildern? Macht ihr sowas? Gefällt euch das? Für mich hat das fast schon so eine meditative Wirkung. Es kommt gar nicht so darauf an, was dabei rauskommt. Hier geht es wirklich um den Prozess und ich habe es einfach nur genossen. Dann versuchen wir es doch mal mit Gouache. Zuerst werde ich die Farbe auch relativ feucht auftragen und viel Wasser benutzen, um zu sehen, ob da das Gleiche passiert wie mit der Aquarellfarbe. Und hier waren keine Punkte zu sehen, das fand ich sehr interessant. Mal abgesehen von meinen Gouache-Skills ist das Papier meiner Meinung nach perfekt für dieses Medium. Also was ich hier letztendlich fabriziert habe, gefällt mir überhaupt nicht, was aber nichts mit dem Papier zu tun hat, sondern eher etwas mit meinem Nichtkönnen, was Gouache betrifft. Wer also gerne mit Gouache malt, wird mit diesem Papier auf jeden Fall Freude haben. Das eigentliche Bild, das ich euch anfangs versprochen habe, kommt jetzt. Das werde ich auf die volle Größe des Papiers malen. Und hier haben wir auch wieder das eigentliche Fauna und Paper Thema. Hier wollte ich jetzt nochmal verschiedene Techniken vereinen und verschiedene Materialien ausprobieren, damit es ein richtiges Mixed-Media-Bild wird. Und weil ich so viel Spaß an meinem abstrakten Acrylbild hatte, habe ich erstmal einen Acryl-Hintergrund angelegt. Die Planung des Bildes hat sich während des Prozesses extrem verändert. Ich hatte immer wieder andere Ideen, also es wurde letztendlich überhaupt nicht das, was ursprünglich geplant war. Ich wollte eigentlich einen weichen, farblich entsättigten Hintergrund für einen Schmetterling haben. Aber dann habe ich all die Farben auf meiner Palette gesehen und ich konnte es nicht bleiben lassen. Und ich musste umplanen. Und auch bei meiner Zeichnung lief es dann nicht so wie geplant. Ehrlich gesagt war ich zu faul, die Zeichnung freihand zu machen und habe mich diesmal für Graphitpapier entschieden. Ich war aber nicht nur zu faul, sondern auch zu ungeduldig. Die Farbe war noch nicht komplett trocken, deswegen haben sich die Linien auch nicht richtig abgedrückt. Und das Einzige, was zu sehen war, war der Schnabel. Also dann doch wieder freie Hand, zumindest teilweise. Die groben Outlines habe ich mit einem Fineliner auf Tuschebasis gezogen. Und dann ging es an, etwas mehr Details mit einem weißen Buntstift von Carandash.
Mir war das trotzdem noch nicht weiß genug und ich hatte Angst, dass ich wieder in diese extremen Details verfalle und eine super realistische Zeichnung draus mache, was ich in diesem Fall nicht wollte. Deswegen kam mir die Idee, Ölpastelle zu benutzen. Und das hat einfach so gut funktioniert und es war so schön weiß und so satisfying, mit diesen cremigen Farben zu malen. Ich muss unbedingt auch mal einen Carandage New Review machen. Diese Ölkreiden sind einfach nur genial. Das Papier soll auch sehr gut für Ölfarbe geeignet sein, das habe ich jetzt selbst nicht ausprobiert, aber vielleicht habt ihr es ja auch schon bei der ein oder anderen YouTube-Kollegin gesehen. Das funktioniert wirklich auch sehr gut und generell würde ich sagen, dass opake Farben super auf diesem Papier performen. Genauso aber auch Trockentechniken wie Buntstift oder Bleistift, wie ich es im letzten Video ausprobiert habe. Und natürlich Aquarell, wenn man auf Pünktchen steht und das dickere Papier benutzt. Wie gesagt, auf dem dünneren Papier passiert das nicht. Mein Fazit ist aber, was die Robustheit des Papiers betrifft, ja, da ist es absolut mein neues Traum-Mixed-Media-Papier. Und was ich eben auch so toll finde, ist der ressourcenschonende und positive Umweltaspekt, der hinter der Produktion von Hanfpapier steckt. Und mit dem Kauf des Papiers unterstützt man ein ziemlich cooles kleines Start-up-Unternehmen aus Deutschland. Was, glaube ich, bald nicht mehr so klein sein wird, weil die Produkte wirklich was drauf haben. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal herzlich dafür bedanken, dass ich das Papier testen durfte. Ich werde auch für nichts bezahlt, was ich hier im Video sage. Das ist wirklich meine eigene Meinung. Das Papier wurde mir lediglich zum Testen zur Verfügung gestellt. Nochmal zurück zum Bild. Für die schwarzen Kontraste benutze ich einen Posca-Acrylmarker abwechselnd mit dem Tusche Fineliner und verbinde das Ganze dann wieder mit der Ölpastellkreide. Das alles ist wirklich sehr intuitiv passiert. Ich hatte nicht wirklich einen Plan und war einfach nur in meinem Flow. Ratet mir doch noch gerne, welche Technik und welches Bild euch im Video am besten gefallen hat. Ist es vielleicht sogar eines der Testbilder oder ist es der Pelikan? Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne, kreative Woche und ein kreatives Wochenende. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen inspirieren und wenn ihr noch mehr Inspiration braucht, schaut doch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Beim nächsten Mal wird es eventuell in den Baumarkt gehen und wir werden schauen, was sich dort alles so für Kunst zweckentfremden lässt. Seid also gerne wieder mit dabei. Ich sage tschüss, hi hi und bis bald.